was bisher geschah. Ich habe deine Auflagen erfüllt. Ich habe damals verloren. Aber dieses Mal werde ich dich besiegen. Duell! Sei froh, dass ich dich nicht töte. Du hast schon zweimal gegen mich verloren. Du verhältst dich erstmal ruhig, solange die Polizei in der Duell nach einem Täter sucht. Nur noch 5 Gegner. Ich darf jetzt keine Fehler mehr machen. Hey, Schattenspieler. Ich dachte echt, dass du hinter all den Toten steckst. Aber Victor ist ja auch nicht gestorben. Stimmt. Wir müssen echt auf uns aufpassen. Irgendwer hat das auf uns abgesehen. Dann lass uns mal unser Spiel beginnen. Ich bin schon online. Sehr gut. Ich komme jetzt auch online. Duell! Ich fange an. Ich suche mir erstmal eleganter Egoist. Dann beschwöre ich über meine Harpie einen Drachen aus dem Deck. Jetzt rufe ich mein Phantom Beast und nutze seinen Effekt. Du bist unvorsichtig. Ich aktiviere Ghost Ogre. Verdammt. Aber meine Token kommen trotzdem. Das will ich auch. Na gut, dann zeig mal. Gerne doch. Ich beschwöre Dino-Nebel Teran und greife einen deiner Token an. Jetzt darf ich mir eine Karte aus meinem Deck suchen. Ich setze 3 Karten und du bist dran. Nicht schlecht. Ich beschwöre meine Cyber-Harpie und aktiviere meine Zauberkarte, wodurch ich eine weitere Harpie aus dem Deck rufen kann. Fall ich aktiviere jetzt meine Fall. Ich darf jetzt 2 Monster in meine Scales legen. Na und? Ich rufe jetzt meinen Tornado-Drachen. Ich aktiviere den 2. Effekt meiner Falle. Ich kann deinen Drachen zurück ins Extra-Deck schicken. Egal, ich aktiviere noch den Effekt und zerstöre so deine verdeckte Karte. Jetzt setze ich eine Karte und du bist dran. Jetzt mit Petal beschwöre ich 2 Monster. Anschließend aktiviere ich Instant Fusion, um meinen Panzerdrachen zu rufen. Ich sehe ein, das habe ich verloren. Auf zum 2. Duell. Ich fange wieder an. Ich suche mir durch Landform meine Spielfeldzauberkarte und aktiviere sie gleich. Dann beschwöre ich mein Monster in Angriffsmodus. Dann nutze ich den Effekt und darf so ein weiteres Harpier-Monster von meiner Hand spezial beschwören. Zusätzlich kann ich noch einen Windmonster aus dem Deck rufen. Ich suche mir noch einen eleganten Egoist und rufe damit eine weitere Harpie aus meinem Deck. Dann beschwöre ich meinen Tornado-Drachen. Mach dagegen mal was. Kein Problem. Ich spezial beschwöre erstmal meine beiden Dino-Nebel-Monster in Angriffsposition. Jetzt rufe ich meinen mächtigen Cyberdrachen Infinity. Ich aktiviere noch seinen Effekt, um so meine Karte zu zerstören. Durch ihn kann ich deinen Drachen als Exit-Material nehmen. Ich beschwöre jetzt Ghost Ogre aus meinem Deck und rufe meinen Rex als Tributbeschwörung. Los Rex, Attacke, zerstöre sein Monster. Los Cyberdrache, direkter Angriff. Sieh es ein, du wirst verlieren. Nein! Herr Cyber Infinity, ich habe gar nichts. Ich kann das unmöglich gewinnen. Doch kannst du. Du willst ihn eh nur wieder töten. Verschwinde. Ich will gewinnen, genauso wie du. Ja. Ich will gewinnen. Also, übergib mir die Kontrolle. Ich werde ihn für dich fertig machen. Willst du auch mal spielen? Du weißt gar nicht, was du da angerichtet hast. Wie meinst du das? Das wirst du schon sehen. Jetzt ist Zeit, dich zu zerstören. Ich ziehe. Perfekt. Ich beschwöre meinen Dancer in Angriffsmodus und nutze ihren Effekt. Das weiß ich, zu annullieren. Falsch, das weiß ich zu verhindern. Ich aktiviere meinen Federsturm. Jetzt beschwöre ich von meiner Hand wieder eine Tänzerin und durch meine Feldzauberkarte ein weiteres Monster. Jetzt läute ich deinen Untergang ein. Ich rufe mein Ice Beast in Angriffsmodus. Nein, nicht dieses mächtige Monster. Ich nutze den Effekt und höhe seine Angriffspunkte durch auf 2900 ATK. Los, Ice Beast, greif seinen Rex an. Attacke! Ich habe immer noch meinen Drachen. Noch. Jetzt zum Ende meines Zuges darf ich mir noch ein Monster auf die Hand nehmen. Du bist dran. Jetzt zieh deine letzte Karte. Denk nicht, das war's schon. Ich ziehe. Oh, verdammt. Was? Nicht die Karte, die du gehofft hast? Denk nicht, dass du deshalb gewonnen hast. Nee, deshalb nicht. Aber deshalb. Ich aktiviere meine Falle Hysterische Party. Ich beschwöre 4 Harpier-Monster vor meinen Friedhof. Ich aktiviere den Effekt meines Drachen. Schon vergessen? Mein Ice Beast verhindert dies. Ich bin noch nicht am Ende. Mein Zug! Ich beschwöre mein Utopia Lightning! Los, Utopia, greif seinen Drachen an! Und meine anderen Monster, Attacke, greif ihn direkt an! Ich rufe meinen Gaga Gaga Cowboy, um dir nochmal 800 Schaden zu drücken. Und am Ende des Zuges darf ich mir wieder ein Monster auf die Hand suchen. Es war ein Fehler, es noch nicht beendet zu haben. Ich ziehe und aktiviere meine beiden Scales. Jetzt Pendel beschwöre ich 2 Monster. Plesios, zerstöre sein Ice Beast. Und mein Rex holt sich deinen Cowboy. Utopia bleibt. Falsch. Ich aktiviere den Effekt von meinem Rex und kann dein Utopia zurück ins Extra-Deck geben. Nein, das wirst du bereuen. In der M-Phase darf ich mir wieder ein Monster suchen. Durch den Effekt meines Dancer kann ich mir wieder eine Harpie rufen und durch meine Spielfeld-Zauberkarte ein weiteres Windmonster. Durch den Effekt meines Monsters rufe ich jetzt Harpien-Königin aufs Spielfeld. Und was jetzt? Du kannst meinen Rex weder anzielen noch zerstören. Wer sagt, dass ich es auf deinem Monster abgesehen habe? Auf was denn? Auf
dich. Ich rufe meinen mächtigen Drachen. Los, mein Drache, greif ihn direkt an. Attacke! Das habe ich nicht kommen sehen. Aber das dritte Spiel wirst du verlieren. Ich fange an. Ich beschwöre meinen Terran in Angriffsposition. Dann aktiviere ich noch eine High- und Low-Scale. Du bist dran. Gerne, ich ziehe. Zunächst suche ich mir wieder eine Spielfeld-Zauberkarte und aktiviere sie auch gleich. Dann beschwöre ich meine Harpien-Tänzerin. Durch ihren Effekt kann ich sie wieder auf die Hand nehmen und wieder aufs Spielfeld beschwören. Jetzt darf ich ein Windmonster aufs Spielfeld rufen. Nutze den Effekt meines Monsters und rufe eine weitere Harpie aufs Spielfeld. Jetzt rufe ich mein mächtiges Monster. Chidori-Effekt! Darauf weiß ich zu antworten. Ich aktiviere meine Karte. Begrenze Entfernung. Egal, ich aktiviere den zweiten Effekt und kann ein Monster aufs Deck legen. Jetzt bist du schutzlos. Los, attacke mein Monster. Dann setze ich eine Karte und darf mir noch ein Monster auf die Hand suchen. Du bist dran. Ich ziehe. Damit beginnt dein Albtraum. Ich aktiviere meine Falle. Nein! Du weißt, was das heißt. Ich aktiviere den Effekt, um deine Zauberkarte zu zerstören. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Ich beschwöre wieder ein Dino-Nebel Terran. Ich aktiviere den Effekt meines Albtraums. Los, zerstöre deine letzte Scale. Ich habe noch eine Chance. Ich gehe in die Battleface. Das war's. Ich aktiviere Federsturm. Nicht diese Falle wieder. Doch, das wird dein Untergang einläuten. Egal, los, Attacke. Zerstöre seine Harpie. Du bist dran. Sag ich doch, das ist dein Untergang. Beschwöre wieder Tänzerin und rufe durch sie und meine Feldfernung wieder ein Windmonster aus dem Deck. Jetzt rufe ich zwei weitere Monster aus meinem Deck. Chidori, los, gib sein Monster zurück aufs Deck. Das war's. Los, Attacke, beendet es. Du bist es doch. Richtig erkannt. Wie konnte ich so unvorsichtig sein? Das war's mit mir. Ich habe doch gesagt, wir werden das gewinnen. Den haben wir es gezeigt. Es ist, glaube ich, besser, wenn du erstmal die Oberhand behältst. So werden wir weiter gewinnen. Genau, denn es geht nur ums Gewinnen.